Einen wunderschönen, meine Lieben. Ich bin der Hausi und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einer kleinen, aber gruseligen Runde The Beast Inside. Soweit ich weiß, waren wir wieder in der Vergangenheit, das heißt, es wird gruselig. Jan. Verspüre Schmerzen, was bedeutet, dass ich noch am Leben bin. Verdammt, ich hätte mir fast das Genick gebrochen. Er hat mich überrascht, ich war überhaupt nicht auf so etwas vorbereitet. Aus nächster Nähe hatte er etwas Unmenschliches an sich. Als er sich auf mich stürzte, fühlte ich, wie plötzlich von unerträglichen Schmerzen übermannt wurde. Ich habe etwas derartiges noch nie erlebt. Sein Blick glich dem eines misshandelten Tieres, diese Verzweiflung in seinen Augen. Ich war so überwältigt von seinem Anblick, dass ich mich nicht bewegen konnte. Ich wollte schreien, doch mir war, als hätte man mir meine Stimmbänder herausgerissen. Wer zum Teufel war er? Warum war er im Schlafzimmer meines Vaters? Wir werden es erfahren. Responsible for my father's disappearance? What if they're in the basement? No. I'd rather not think of whose blood. Soll ich jetzt wieder hochgehen? Schau dich im Schlafzimmer deines Vaters um. Da war doch der Typ, da gehe ich doch nicht wieder hoch. Ja. You can't come in here! Hear me, you snot! You're not allowed here! Ah! What's wrong with me? You are not alone. Michael Jackson fan, oder was? Again. They promised, dear God. What happened? Looks like a hurricane went through here. Ich weiß nicht, wer ML sein soll, aber ich erinnere mich nicht genau an den Tag, an dem ich den Tisch angerempelt habe und die Uhr auf dem Boden fiel. Mein Vater blieb wie angewurzelt stehen. Ich hatte erwartet, eine ordentliche Tracht Prügel zu erhalten, aber er sammelte einfach nur mit zitternden Händen die einzelnen Metallteile der Uhr ein und begab sich ins Schlafzimmer, wo er den Rest des Tages erfolglos versuchte, sie zu reparieren. Die Uhr funktionierte danach nie wieder, aber mein Vater hat sie nie weggeworfen. Er versuchte immer wieder, sie zum Laufen zu bringen. Das ist ihm jedoch gelungen. Ist halt wichtig? Kann ich vorstellen, sonst könnte ich es wahrscheinlich mitnehmen. Kann ich nicht mit. Machen wir mal Funzel an, oder? Da brennt Licht. Nichts. So kann ich das alles rausnehmen. Da ist noch eine Schublade. Aha. Lampenöl. Sehr gut. Ansonsten. Vielleicht doch erst den. Nein, was machst du denn? Was macht denn der? Oh Gott, da vorne ist er.
Er hat nicht gezogen. Ey, wie oft der Dude irgendwo runterfällt, ist der Hammer. God damn it. I feel like this house is trying to kill me. Wohnzimmer im Büro, oder? Mhm. Eine Pistole. Just in case. I'd rather not kill anyone. Ja, ich bin voll dafür. Baller alles ab, was du findest. Dietrich. Time to go to the basement and see. Zeit, in den Keller zu gehen. Mann, scheiß doch mal auf den Keller, Alter. Petroleumlampe ist leer. Aber ich habe noch Lampenöl. Ich wollte jetzt schauen, ob ich vielleicht noch mehr finde. Beziehungsweise hätte ich es hier jetzt wahrscheinlich auch gar nicht gebraucht. Oh, da steht da. Gegenstände. Öl benutzen. Ist so eine Sache, ob man mit dem Öl sparsam sein sollte, gell? Ob man da ausreichend bekommt. Jetzt habe ich den Zettel oben nicht gelesen, weil ich mir gedacht habe, das kann man dann, das wollte ich halt als letztes machen. Gedacht, dass ich da nicht mehr hinkomme. Ich kann mich noch erinnern, wie aufgebracht mein Vater nach dem Unfall war, als er herausfand, was George zugestoßen war. Mal mitnehmen, okay. Gerade fehlt hier. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt, aber ich weigere mich sehr, in den Keller zu gehen. Einfach so gar keinen Bock drauf habe. Was hier? Der Lampenöl haben wir keins mehr gefunden. Muss eines dieser Amulette sein, die ihrem Eigentümer angeblich Reichtum bringen sollen. Mein Vater war nicht abergläubisch, aber wenn es hart auf hart kam, griff er nach jedem Strohhalm. Könnte es vielleicht dem Partner meines Vaters, George Whitehead, gehört haben. Vielleicht hat er es meinem Vater geschenkt. Ach, ich weiß auch nicht. Die kann man auch nicht mitnehmen. Bierkarte. Lampenöl. Nice, nice. Ja, es hilft nichts. Wir müssen in den Keller. Ach du meine Güte. Bewege den Dietrich mit der Maus unter einen der Zylinder und anschließend nach oben und unten, um den Zylinder zu heben. Sobald der Zylinder über der Scherlinie ist, blockiere ihn mit der linken Maustaste. Blockiere sämtliche Zylinder, um ein Schloss zu knacken. Das ist easy. Das kommt mir voll bekannt vor. Nein! Hat man schon mal irgendwo so gemacht. Blick auf ihn genügt und ich fühle mich wieder in meine Kindheit zurückversetzt. Ein paar Jahre später brach ein blutiger Krieg aus und ich war auf einmal zu alt für derartiges Spielzeug. Petroleum ist leer. Alter, das Petroleum ist sehr schnell leer. Muss da sparsamer sein. Ist mit dem Stuhl blockiert. Puh.
Muss ich ernsthaft in den Keller runter, oder was? Oh Mann, Alter. Okay, ja. No, it can't be happening. It can't be true. Why do they say I'm safe now if it's coming back? Finde einen Weg, die Metalltür zu öffnen. Das hier? Verhaken. Wird mir jetzt nicht helfen. Mehr Lampenöl. Schreckt mich ja schon selber, hä? Eine Axt? Ja, ne, lass mal liegen, gell? Axtbaum. Wie ging das? Ah, das konnte ich vorher nicht aufmachen. Boah. Oh Gott, Leute. Ui, wer ist das jetzt? Ah, okay, da ist er. Ist auf jeden Fall schon mal ein echter Mensch, wie es aussieht. Und es sind zwei. Shit, I can't pass here. There must be another way. Ja, toll, ich kann aber nichts sehen. Oder war es das jetzt? Oh, Ida! Wer ist das jetzt? Das war nicht der Typ, glaube ich. Finde einen Weg aus dem Zimmer. Okay, ist natürlich auch wieder verschwunden. Looks like one of those abominations that the judges wear on their heads. There was a judge that used to come. Oh, was haben wir dahinter? Ja, weg damit. Nimm das. Nimm's halt mit. Morton. Wait a minute. It is him. It was his death that was covered up in that newspaper. How is that possible? And the other man? Hast du eine Botschaft drauf? He locked up the judge. So maybe he did the same to my father. I'll retrace their steps. Maybe vielleicht kann ich etwas über das Verschwinden meines Vaters herausfinden. And about all the other missing people. Won't budge. How in the world did he get away? This is real. The blood. The metal rod. These are no phantoms. I haven't lost my mind. Das sag ich doch. Dass das echte Leute sind.
Hopefully it will fit the mechanism. Was noch irgendwas hier? Nicht so aus. Mehr Lampenmüll. How in the world did they get out if... Dann habe ich. Ah, okay. So. The judge is bleeding heavily. Folge der Blutspur. Mann. Blood trail. I can use it to track him down. Raus. Was hängt denn das so? Da draußen brauche ich die Lampe nicht, kann man ein bisschen Öl sparen. Auf der Seite waren wir, das Außengebiet ist halt riesig, gell? Auf der Seite waren wir noch gar nicht. There. He'll go to the inn. I thought it had been closed many years ago. Jetzt muss ich auch noch zu einem anderen Gebäude. Jetzt hör aber auf, Junge. Begib dich zum Wirtshaus. Was hängt denn das so? Jetzt hör auf zu ruckeln, verdammt. Das ist Gewehrmunition, oder was? Ah. Stay away. Don't come any closer. Don't make me do this. But he did nothing. Ja, vielleicht schießt du ihm ins Gesicht. Der geht mit einer Axt auf dich zu, Junge. What? He's vanished into thin air. Was, wo? Was? Alter. Geht denn ab, hä? Muss ich da auch noch gegen Zombies kämpfen, oder was? Wo denn? Nein! Ach komm! This is useless. We'll finally leave me alone. Geht mal da wieder hoch. Ja. Schauen, ob es da Munition gibt vielleicht. Ein paar komische Ideen hat schon das Spiel, gell? Kommt die damit zum Shooter-Zeug daher? Wo muss ich hin? Scheiße, wo ist er denn? He's back again. How do I get rid of him? Ne, das ist auch nichts Gasthaus. Das war ja auch ewigst weit weg. Erinnert mich ein bisschen. Nee. Da ist einer, ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. What do you want?
Petroleumlampe ist leer. Ich hab die gar nicht an. Geht hier ab. Jetzt kommt wieder einer, oder? Das Spiel hat gerade solche Hänger, das ist echt furchtbar. Der macht jetzt wirklich, während ich aufnehme, ein Update im Hintergrund. Und drum ruckelt, das habe ich gerade nachgeschaut. Und ich kann jetzt natürlich nicht rausgehen, weil ich nicht weiß, wann der dann speichert. Beziehungsweise gespeichert hat. Das müssen wir jetzt so durchziehen, Leute. Sind wir jetzt da? Das ist doch auch nicht das Gasthaus. Mann, war klar, ich Idiot. Doch ein bisschen zu einfach gewesen. Nein! Was ist denn? Lad doch nach! Lade nach! Oh Mann! Ich dachte, der ladet automatisch. Geht's denn jetzt lang? Hier. Weggebounced. Wie weit ist denn das? Nein! Errungenschaft, Geisterjäger. So. Da ist ein Gasthof nicht weit von hier. Den sollte ich mir mal aus der Nähe ansehen. Alter, kriegt man da viel Schuss. Macht mir ein bisschen Sorgen. Und das ist nicht so eine Art Endboss oder so, oder? Ach du Scheiße. Das sieht schon sehr nach Endboss aus, gell? Was geht denn jetzt ab? Was? Du bist gestorben! Jetzt ein Checkpoint laden. Je nachdem, wo das speichert, mache ich schnell das Update fertig, weil das Geruckel, das nervt mich tierisch. So Leute, da sind wir wieder. Ladezeiten überstanden. Dann machen wir mal weiter. Ich hätte da wahrscheinlich irgendwie ausweichen müssen, war dämlich. Habe ich nicht überrissen. Update ist gemacht, jetzt läuft die Sache hier auch wieder flüssig. Töte Norton. Na, ich bin jetzt nicht tot, hör auf. Was ist los? Ah! Ah! Wo ist er? Wo ist er? Mann, stirb doch! Boah, der hält ganz schön was aus, der Typ.
komm. Was ist das? Nee, war's nicht. Oder? Wow, wow, wow. Oh Gott, es wird ein richtig arg, oder was? Ach, scheiße. Aber ich kann nicht nachladen, wenn ich laufe. Junge, verreck doch. Boah. Alter, das ist ja Tyrann bei Resi leichter. Ätzert. Puh. Betritt das Wirtshaus. Und gehen wir mal rein in die gute Stube. Oh Gott, das ist ja riesig. Where did everyone go? I heard them. Oh, it's happening again. It can't be. Die Jumpscares zünden heute irgendwie nicht. Alter, ist das mein Vater? Wahrscheinlich, oder? Würde auch erklären, warum der im Schlafzimmer meines Vaters war. Ja, übertreib, Junge. Lauf dein Leben klar. Ich stehe hier vor größeren Herausforderungen als nur der Reparatur eines alten Schuppens. Irgendetwas wirklich Seltsames geht hier vor sich. Zuletzt hat jemand eine unserer Sicherungen gestohlen und sie in einem Tierkadaver versteckt. Zu allem Übel habe ich auch noch einen Anruf von meinem Chef erhalten, der darauf drängt, dass ich endlich die sowjetischen Telegramme entschlüssele. Mir schwirren so viele Dinge im Kopf herum, dass ich das Gefühl habe, langsam verrückt zu werden. Ich denke immer häufiger, dass alles mit dem Memoiren und Nikolas zusammenhängt, kann aber noch nicht erkennen, auf welche Weise. Wir werden es erfahren. Och, endlich wieder Gegenwart. How in the hell? Keys in a diary from over a century ago. Fucking hell, but it's impossible. I don't know how, but it worked. Maybe if I find the other pages from the diary, if those telegrams are ever gonna be decoded, I have to take every chance. I'll notify David. This will blow his mind. I've made more progress than his entire team has in months. Ruf David an. Wo ist eigentlich meine Alte die ganze Zeit? Die siehst du nie. Nimm den Lokalisierer aus deinem Büro an dich. Sag jetzt bitte nicht, dass ich wieder da draußen rumgümmeln muss. Ich habe da keinen Bock drauf. Kann es nicht alles in einem Haus abspielen? Finde die
Bandenwolke. Wie hat man das Ding nochmal ausgewählt? Das war X. Jesus. Ach, die lebt auch noch. I don't want to sound hysterical, but I saw someone. What are you talking about? Someone's here in front of the house. But maybe it's someone from the office, you know, about work. David would tell me. Son of a bitch, it's all so clear now. Was? You don't think that. Das ergibt alles einen Sinn. They want to get us, so nothing would surprise me. A few days ago, someone was hanging around here too. I caught a glimpse of him behind the trees. And you didn't think it was worth mentioning? It might as well have been my imagination. I didn't want to spread panic. We've got enough to worry about as it is. Fuck Emma! I don't work in a bakery. I work for fucking spies. It's not like we can just go to a mountain cabin and be safe. Stay in the house, lock the doors and windows. I'll take care of this. I take care of it. I should use the localizer and see if I can find something. Wenn man hier etwas finden kann. Sag mir bitte, dass ich nicht zu dieser Hütte muss. Hinterm Haus. Ich will schon allein deswegen nicht zu dem Gasthaus, weil ich keinen Bock habe, um es nochmal zu laufen. Was bin ich jetzt bescheuert? Hä? Hier. Anomalie entdeckt. Klasse. Was, wo bist du? Okay, die eine. Also das mit diesem Scanner ist so ein Schwachsinn, Leute. Das ist echt Hammer. Es sind natürlich noch mehr. Das ist so richtig einfach die Zeit ein bisschen in die Länge ziehen. Da ist so eine Anomalie, warum kann ich die nicht... Fucking bastard is so confident that he approached the house to spy on us. Maybe if I can find more traces. Ja, ich muss natürlich wieder vom Haus weg. The signal is very clear. Quantum cloud should be right around here. The lines are coming together. I'm close to the source now. Ja, ist wieder zu, oder? Here to the other side. I need to get over there. Das meine ich, das sind so richtige Alter. So richtige, wir müssen das ein bisschen länger machen, das Spiel. Habe ich mein Seil noch? Naja, warum sollte ich das noch haben? Kiste kann ich auch nicht nehmen. Hier ist Sackgasse, oder? Echt ein schönes Grundstück. Eigentlich. Gehe zum Baumhaus. Hier lang? Nicht durch? Ja, auch nicht. Hier muss ich anscheinend echt weiter.
Oder ist irgendwas mit dem Scanner? Nee. Das kann nicht sein, dass ich da jetzt so einen Umweg latschen muss, oder? Übelst die Höhle hier. Alter, wie groß ist dieses Gebiet, hä? Voll übertrieben. Muss irgendwie da weiterkommen, das. Ich glaube nicht, dass ich noch weiter latschen muss. Scanner. Ne, hier gar nichts. Sollte man die andere Seite vielleicht lang gehen? Ja, da reagiert er, aber... Hier? Hm. Ah, hier schaut's gut aus. Oh, ich habe die Kiste hier. Wie komme ich die jetzt? So. First, I need to look around. Another quantum cloud may be nearby. Gott sei Dank habe ich meinen Enterhaken dabei. Und oben immer. Scheiße, ich kann es nicht glauben. Er hat das Foto an dem Tag gemacht, an dem wir hier angekommen sind. Er wusste sogar, wann und wohin wir umziehen würden. Arschloch ist gut organisiert. Und hier runter, oder? Wie meint das jetzt? Was ist denn das? You won't lose me so easily, you bastard! Stop! Hear me? Ich krieg dich, du Hund. You can run, but you can't hide. Ja. Wieso laufe ich so langsam? Ich bin doch davor schneller gerannt. Wenn es eilt, kann er nicht mehr rennen. Was hat das gebracht? Hä? Kannst du da hochgehen oder was? Och nö. Auch wieder Zackenduster da unten. Ne, ist es gar nicht. Gut ausgetrickst. Jetzt steck den Scanner weg und steh auf. Chasing a spy through a cave. Fuck, what would have been a joke a week ago is now reality.
Alter, was ist das für ein Höhlensystem? Wie hab ich denn das gemacht? Boah! Mit dem war ich nicht gerechnet. Er kam fies. Mit die Luft angehalten, um zu schauen, ob ich das auch so lange durchhalte. Ja, wo sind wir jetzt? So bestimmt irgendein Geheimnis hier, oder? Ja. Okay. Schaut so, wie schnell ich jetzt bin und wo ich den Typen gejagt habe, war ich voll langsam. Gott, wo geht's denn da überall hin? In die andere Richtung erst noch gehen? Gehen wir erstmal darüber. Ah, ach so, nee, das ist da, wo er dann runtergefallen. Ah ja, okay. Jetzt check ich das. Ja, dann müssen wir da lang. Blut gibt's hier nichts. Ich hab mich jetzt auch echt gewundert. Das stand da nicht da. Wenigstens benutzen sie nicht den gleichen Witz zweimal. Da gümmelt man normalerweise auch nicht rum. Da steigt man in sein Auto und fährt weg. So, draußen, sehr schön. Oh, der Typ ist natürlich weg. Fort, fort ist er. Eine nice Umgebung, Alter. Wenn ich mich da nicht zu Tode ängstigen würde, wäre so ein Haus in so einem Wald echt geil. Super Haus im Wald, wo war mein Haus? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss oder was ich tun muss. Tut es doch weg. So, wieder raus. Was ist jetzt zum Beispiel, warum muss ich hier hoch? Machete. Diese Machete mag zwar alt sein, aber hat nichts an ihrer Schärfe eingebüßt. Klingen wie diese wurden dazu verwendet, Pfade durch den Urwald zu schlagen. Sie sollten also in einem normalen Wald mehr als nützlich sein. Ist weil das da vorne so ein bisschen zugewachsen ist. Da braucht der kleine Machete, der Kollege.
I need to get to the other side, but how? But how? Weiß nicht. Boah, war das unnötig. Another signal. Hat der Lokalisierer wieder was entdeckt, ha? Nur was? Und wo? Die andere Brücke, gell? Ist nicht die, wo ich den gejagt habe, oder? Kann jetzt quasi schauen, wo er lang gegangen ist. Oh Gott, Anomalie entdeckt. Ich hab's doch getroffen. So dämlich, Leute. Das ist Anomalien, das ist so ein Quatsch. Da haben wir's. Turned left. I'm close. Nach links gegangen. Nah dran, ich fühle es. Ich bin ganz sicher, dass du nicht nah dran bist. Was jetzt schon wieder? Nochmal. Ah. Heut, da ist er Speut. Ich slip through here. I'm sucking my gut. Wie oft ich durch irgendwelche Wände durchkriechen muss. Ja? Schon wieder raus? Doesn't seem too stable, but maybe I can get to the other side. Nein, ich häng fest. Nein. Hallo? Fuck, I'm not as fit as I used to be. Muss doch rüber. Kann man hier noch irgendwas mit Ninja? Wenn das so weiß ist, denke ich mir immer, hier gibt's irgendwas. Ich sehe nichts. Nicht lang. Der findet doch auch nie wieder nach Hause, der Typ, oder? Wir hatten hier ein Fass abgestellt und wie zur Hölle hat es hierher geregt? Wiegt doch was weiß ich, 200 Kilo so ein Fass. Jetzt nicht mit Anomalie. Sieht so aus, als etwas in den Futterspender gelegt hätte. Bin bei dem verlassenen Gasthof. War ja klar. Thanks for the tip, dickhead. Begib dich zum Wirtshaus. Nein, wir begeben uns jetzt nicht zum Wirtshaus. Wir begeben uns in der nächsten Folge zum Wirtshaus. Ich bin wieder... Abermals dankbar, dass ihr zugeschaut habt, Leute. Ich hoffe, auch wenn die Folge jetzt nicht so gruselig war, es kommen bestimmt wieder gruseligere und ich hoffe, dass ihr da dabei seid. Bis dahin eine schöne Zeit.